Im Besterhornpark befindet sich neben schulischen Einrichtungen sowie der Grafikstiftung Neo Rauch seit gut 2 Jahren auch der sogenannte Malort Aschersleben. Ein fensterloser, aber gut ausgeleuchteter Raum, Wände beklebt mit bunt bemaltem Packpapier sowie Farben und Pinsel in der Mitte. Was es damit auf sich hat, erklärt Maria Frost. Der Malort ist ein geschützter Raum. Hier gibt es nicht den klassischen Malkurs, wie man das sonst so kennt. Hier wird kein künstlerisches Wissen vermittelt, sondern hier steht das Erleben des Menschen, die Freude am Malen im Mittelpunkt. In der Mitte des Raumes steht der Palettentisch für alle Teilnehmer zur Verfügung. Der bestückt ist mit 18 hochwertigen Gouachefarben, sehr pigmentstark und deckend, perfekt geeignet für das Malspiel. Zu jeder Farbe liegen 3 Pinsel bereit, 2 dünnere und 1 dickerer. Mit denen an diesem Samstagnachmittag im Januar 2024 10 Kinder und Erwachsene für gut 90 Minuten malten bzw. spielten. Doch das Ganze ist keine Erfindung von Maria. Die Begriffe Malort und Malspiel hat der heute 100-jährige Arno Stern geprägt. Er ließ Kinder während Forschungsreisen auf der ganzen Welt malen, ohne Vorgaben, Belehrung und Bewertung, und stellte fest, dass alle Kinder gleich welcher Herkunft, Bildung oder sozialem Umfeld die gleichen Symbole und Figuren malten. Aus dieser Erkenntnis entwickelte er das Malspiel, wie es auch genannt wird. Ja, mehr als 10 Jahre war ich als Flugbegleiterin tätig und als ich dann selbst Mutter wurde, hat sich einfach alles in meinem Leben verändert. Ich wollte eine berufliche Erfüllung finden, eine sinnstiftende berufliche Tätigkeit. Und durch mein malendes Kind bin ich eigentlich dazu gekommen, mich immer mehr in die ganze Thematik einzulesen. Und so bin ich dem Arno Stern begegnet, der mit dieses Jahr 100 Jahre alt wird und sein ganzes Wissen, seine Erfahrung, seine Expertise auf dem Gebiet der natürlichen Spuren der Menschen weitergibt. Und so wurde mein Wunsch immer größer, selbst diese Ausbildung bei Arno Stern zu absolvieren, was ich dann auch getan habe. Und dann konnte ich auch nicht mehr anders. Und mit Unterstützung von meiner Familie, von Freunden, habe ich dann meinen Wunsch und meinen Traum umgesetzt, hier in Aschersleben einen Malort zu eröffnen. Was für Leute kommen hierher? Der Malort, das Malspiel, ist für alle Menschen geeignet. Es gibt eigentlich keine Altersbegrenzung. Sobald man einen Pinsel halten kann, kann man malen. Bis ins hohe Alter. Der Druck, etwas fertigzustellen, entfällt ja auch vollkommen, so wie das in unserer Gesellschaft eigentlich so üblich ist, dass alles ausgerichtet ist auf ein Ziel, auf einen bestimmten Zweck, auf einen Erfolg. Das ist hier nicht so. Hier kann gemalt werden und wenn ein Bild nicht fertig wird, ist das kein Problem. Man kommt einfach in der nächsten Woche wieder und malt daran weiter. Ja, man muss sich selber nicht hetzen. Hier kann man sich Zeit nehmen und wieder in Kontakt mit sich selbst kommen, mit dem, was man ausdrücken möchte. Und dann konnte es auch schon losgehen. Versammelte Maria die Malspiel-Teilnehmenden des Tages um sich und erklärte kurz die Regeln. Als erste holte sich Hanna, die gemeinsam mit ihrer Mama gekommen war, ein großes Blatt und pinnte es mit Marias Hilfe an die Wand. Und sie begann sofort zu malen. Doch besonders bei den Erwachsenen kam schnell die Frage auf, kann ich mein Bild mit nach Hause nehmen? Die Bilder verbleiben hier im Malort, dieser geschützte Raum, wo nichts von außen eindringt und auch nichts nach außen gegeben wird, soll bestehen bleiben. Wenn wir die Bilder mit nach Hause geben, dann erfolgt im Nachgang doch in irgendeiner Form eine Bewertung, ein Kommentar dazu und vielleicht auch die innere Stimme, die kritisch auf das Bild schaut. Mhm. Und das soll eben vermieden werden. Also hier werden alle Bilder aufbewahrt und gelagert. Sie werden sortiert nach Datum, nach Teilnehmer, dass wenn jemand an einem Bild weitermalen möchte, ich das auch direkt finde. Ja, genau. Also wenn jetzt jemand Interesse hat, wie findet er zu Ihnen? Aktuell finden regelmäßige Kurse statt, einmal pro Woche, dienstags und freitags. Die genauen Uhrzeiten finden Sie alle auf meiner Homepage. Wer Interesse hat, kann sich dazu gerne bei mir persönlich melden. Wir führen ein Informationsgespräch, Sie können den Ort kennenlernen und mich und die Materialien und dann kann eigentlich schon losgemalt werden.